Die ersten Briefe werden in die Sortiermaschine gelegt. Und 319.000 Wahlbenachrichtigungen in Duisburg sollen es dann noch werden. Die Bundestagswahl sorgt wieder für Hochbetrieb im Briefzentrum in Asterlagen. Für den Leiter des Zentrums, Georg Schikowski, in knapp 20 Jahren nicht die erste Wahl. Die Wahlen haben sich im Laufe der Jahre ja doch eben sehr stark in Richtung Briefwahl geändert. Also dieser Corona-Effekt jetzt in diesem Jahr ist eigentlich erst im letzten Jahr so, ist eben jetzt erst vor kurzem entstanden. Aber im Allgemeinen war die Tendenz auch in den Jahren zuvor schon so, dass wir eben mit steigenden Briefwählern eben auch bei jeder Wahl gerechnet haben. Und das sorgt eben für die Superlative, für die eine Wahl sowieso schon sorgt. Insgesamt 5,7 Millionen Briefwahlunterlagen werden in den nächsten Wochen das Briefzentrum verlassen. Unterlagen für den Kreis Borken, Wesel und Kleve. Auch Rheinland-Pfalz ist mit dabei. Heute dann für Duisburg. Die Duisburger Post kommt aus dem Wahlamt hier im Briefzentrum an und wird an die Postzusteller vorsortiert. 42.000 Briefe pro Stunde, 57 Briefe pro Minute rasen dann durch die Maschine. In der Nacht gehen die Duisburger Briefe an 11 Zustellstationen. Ein deutlicher Mehraufwand für alle. Wir setzen jetzt bei dieser Wahl hier allein im Briefzentrum etwa 500 Stunden mehr ein, als wir das normalerweise tun würden, um die Wahl zu bewältigen. Die Zusteller haben natürlich auch gerade an dem Tag, wo die Wahlbenachrichtigungen zugestellt werden, einen erheblichen Mehraufwand. Wir rechnen da mit einer Stunde Mehraufwand pro Zusteller, also pro Bezirk, eine Stunde Mehraufwand nur für die Wahlunterlagen. 1440 Briefe hat dann jeder der Duisburger Postzusteller mehr im Gepäck. Ralf Czerwik, Leiter des Wahlamts in Duisburg, hat heute den Startschuss gegeben. Ich gehe davon aus, dass die Wahlunterlagen, die Wahlbenachrichtigung spätestens am Mittwoch in den Briefkasten ist. Dann haben Sie die Möglichkeit, eben sich zu entscheiden, ob Sie am Wahltag zum Wahllokal gehen oder ob Sie Briefwahl beantragen. Also ich glaube, dass wir sehr gut vorbereitet sind. Das hat ja auch heute hier die Einlieferung bei der Post wieder gezeigt. Wir haben sehr viele Gespräche im Vorfeld geführt, Tests gefahren, haben unsere Prozesse weiter digitalisiert. Also ich sag mal, ich bin sehr, sehr zuversichtlich. 319.000 Sendungen sollten dann ihren Weg zum Bürger gefunden haben. Und es dann wieder heißt, Post ist da für die Demokratie.